Ein neues Motorrad von BMW ist da in der 2020er Ausführung. Ja, hier ist das Motorrad und hier ist Thomas Dexheimer. Ich grüße dich, Thomas. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, sie ist grau. Das ist eine ganz aktuelle Farbe. Hochglanzgrau mit Matt und Carbon. Ja, unglaublich sportlich kommt sie daher. Und wir werden mal ein klein wenig erfahren über dieses bombastische Motorrad von BMW, was gar nicht so BMW-like ist im Vergleich zu dem, was wir heute noch erleben werden, oder? Ja, das stimmt. Es kommen noch ein paar schöne Videos dazu. So, hier handelt es um die neue 2020er S1000 XR. Und das Fahrzeug ist dieses Jahr auf den Markt gekommen. Leider ein bisschen später durch die Corona-Zeit. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Und was wir jetzt hier sehen, ist eigentlich eine komplette Neuentwicklung. Es ist nichts von der alten übernommen worden, bis auf den Namen. So, wir haben hier einen Motor mit 165 PS und 114 Newtonmeter Drehmoment bei 1000 Kubik, also 999 Kubik. Bei diesem Fahrzeug sehen wir jetzt halt auch viel Carbon verbaut. Das ist das Carbon-Paket. Das Carbon-Paket, das sieht man überall, oder? Ja, wird immer häufiger gewählt. Es sind eigentlich leichte Komponenten und perfekt verarbeitet. Ja, sieht man es auch hier vorne. Es gibt wie immer bei BMW gibt's eine spezielle Halterung hier vorne. Also ich sag mal nicht nur, dass sie toll aussieht, sondern sie hat unglaublich viele ergonomische Hilfsmittel drin. Da vorne ist eine Navi-Halterung. Ja, wir haben die Navi-Halterung und wir haben unser großes TFT, wo ebenfalls eine kleine Navigation mit Piktogramm zum Bedienen ist. Okay. Kann ich ja mal kurz zeigen. Gerne. Also hier haben wir verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Jetzt ist noch kein Handy verbunden, noch keine Connected stattgefunden. Und deswegen ist es noch grau hinterlegt. Okay. Aber wir können das ja mal ganz geschwind machen. Das ist eigentlich also was total stark ist, Thomas, ist die Lesbarkeit von dem Display. Also absolut, es ist wirklich so, absolut. Es ist komplett matt, es spiegelt überhaupt nicht. Es spiegelt gar nicht. Wie haben die das hinbekommen? Es spiegelt nicht, überhaupt nicht, aber es ist gar trotzdem nicht. Hell. Es ist hell, es ist sehr hell, es ist ein Farbdisplay. Es ist kein Monochrom-Display. Okay. Farbdisplays haben doch eine andere Brillanz. Absolut, es sieht so aus, als wäre es jetzt innen irgendwie nochmal hinter einer Blende oder so irgendwas. Nee, es steht komplett offen hier. Es steht offen da, genau. Es gibt aber auch noch Schutzteile für oben drüber zu machen, so Glasfolie. Was ist ein bisschen empfindlich, was Reinigung angeht. Also nicht mit scharfen Mitteln oder mit irgendwelchen Akkupatz-Schwämmchen drüber gehe, dann ist die Brillanz weg von diesem Teil. Thomas, ich habe eine ganz kleine Bitte, ja. wenn du mal gerade entsprechend zu mir kommst. Wir zeigen mal das Motorrad mal gerade komplett. Und wenn wir im Prinzip einfach mal darüber reden, für wen ist das Motorrad gebaut? Was ist das überhaupt für ein Motorrad? Ja, das ist ein Motorrad, das ist bei uns unter der Adventure-Serie, also auch wie eine GS. Man hat hier eigentlich eine GS mit 4 Zylinder und unglaublicher Power. Okay, das heißt also für Leute, die einfach mal Touren fahren möchten, aber auch schnell. Auch schnell, klar. Touren, vor allen Dingen kann man hier durch die Sitzposition lange Touren fahren. Also hier ist es möglich, die Tankfüllung reicht für 300 Kilometer immer und dass man die 300 Kilometer am Stück abspult und dann erst wieder absteigt zum Tanken. Das Handling? Das Handling ist perfekt. Wir sehen hier so ein paar kleine Features wie diesen Quickshifter, den Schaltassistent, funktioniert perfekt. Kupplung braucht man nur zum Anfahren und zum Anhalten. Ansonsten schalte ich alles ohne zu kuppeln. Also ist perfekt zu handeln. Und immer Leistung da. Ja, es gibt ja im Moment, ich sag mal, die Möglichkeit, bei einigen Motorrädern auch ein Automatikgetriebe zu bekommen. Ja, ja. Da lacht der Thomas so ein ganz kleines bisschen. Quickshifter ist wichtig, oder? Ja, also Automatikmotorräder gibt es, klar. Aber es fehlt was. Es fehlt der Kupplungshebel. Und das ist was ganz Entscheidendes für einen Motorradfahrer, wenn ich keinen Kupplungshebel habe. Wenn das ohne ist, da fehlt mir was. Da fühle ich mich, nackig. Das ist auf jeden Fall jetzt eine Neuerung. Das heißt, ich brauche wirklich nur beim Anfahren Kuppel. Nur beim Anfahren. Beim Anfahren und beim Anhalten. Ansonsten einfach zum Hochschalten einfach Gas offen halten, zum Runterschalten Gas zumachen und schon kann man hoch und runterschalten. Optik, sie könnte auch aus einem, ich sag mal, aus dem Space-Film oder sowas kommen. Ja, das kann man wohl sagen. Wir haben hier einen Voll-LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht. Kurvenlicht schaltet sich bei 12 Grad ein. Und macht nochmal diesen, wenn es dunkel ist, nochmal diesen Bereich nochmal ein bisschen besser ins Licht. Ist das echtes Carbon? Ja, das ist echtes Carbon und super leicht und handlich. Stark. Riesige Bremsen. Ja, Bremsen. Wir haben hier ein ABS Race
ABS verbaut mit ABS Pro. Das heißt Kurven ABS und wir haben ein Teilintegral-Bremssystem. Also ich bremse alles mit der Hand und automatisch bremst mir das im richtigen Verhältnis die Hinterbremse mit. Das macht es halt handlicher, gerade beim schnellen Kurvenfahren, beim Nachbremsen. Ich tauche nicht so arg ein in die Federung. Scheibe, die ist auch verstellbar? Die ist verstellbar, hat zwei Stufen, geht also ganz super zu verstellen, kann man auch während der Fahrt machen. Und es gibt die auch noch als höher oder es gibt sie als getönt, je nach Wunsch. So, hier vorne hat man es matt. Ich nehme an, dass der Tank auch hier liegt, da drunter, wo man drauf ist. Hier drunter und ja. Hier sieht man, es ist ein Keyless Ride System. Also ich kann nur tanken, wenn die Zündung aus ist. Okay. Dann erst kann ich den Tankdeckel öffnen. Also an die Tankstelle fahren, Motorrad laufen lassen und tanken, das geht nicht. Motorrad muss ausgemacht werden. SOS steht drauf. SOS, genau. Hier haben wir unser Notruf. Dieser Notruf geht automatisch an, wenn ich stürze. Aber ich kann den auch so benutzen, wenn ich jetzt unterwegs bin und brauche Hilfe für eine andere Person, kann ich den jederzeit drücken und dann empfängt diese Zentrale keinen Not von dem Motorrad, aber fragt dann, was ist los. Dann kann man sagen, ich brauche Hilfe für den und dort stehe ich. Ja, was auch ganz neu ist, hier vorne ist so ein Wählhebel, der so grau-schwarz ist, so direkt neben dem Griff. Was hat der für eine Funktion? Das ist unser Scrollrad, das ist unser Cursor, unsere Maus. Okay. Das ist praktisch unsere Maus, mit dem wir hier alles steuern. Ich zeig's euch mal kurz. Okay, das heißt, da vorne ist das Display und ich gebe dann einfach. Und ich gehe hier über dieses Scrollrad, kann ich halt hier die einzelnen Funktionen. Ist leicht zu bedienen? Super leicht. Kann man während der Fahrt machen. Also es ist wirklich eine Einhandbedienung. Das funktioniert immer super leicht und ich kann auch während der Fahrt, sollen wir es weit machen, aber ich okay, kann das heißt, während du schaltest dann, indem du nach links und rechts machst und genau, drehst es. Genau. Ich tue jetzt halt hier jetzt zum Beispiel das Display gewechselt. Das ist sehr interessant. Hier kann man auch die Schräglage, die man aktuell fährt, immer ablesen. Und ich kann hier sehen, wie hart ich bremse und wie mein Traktionssystem im Eingriff ist. Traktionssystem ist immer in Abhängigkeit von unseren Fahrmodis. Habe ich jetzt Road, ist es ein bisschen träger, das Traktionssystem, als bei Rain. Bei Rain kommt es relativ früh in den Einsatz. Oder bei Dynamic, dann zum letzten Sekunde, wo wir es noch hilft, dass das Motorrad nicht durchdreht, nicht wegrutscht. Die Gabel, die ist elektronisch verstellbar, ist, oder? Elektronische Upside-Down-Gabel. Die wir hier mit dem, auch wieder mit unserem Fahrsystem hier, mit diesem Schalter hier, können wir die während der Fahrt auch hier verändern. Auf Auto oder mit Dynamic oder Road. Road ist mehr der komfortablere Einstellung und bei Dynamic ist mehr die sportliche Einstellung. Also nochmal, ich kann während der Fahrt entsprechend die Dämpfung anpassen? Während der Fahrt kann man es entsprechend anpassen. Vor der Fahrt soll ich mich entscheiden, ob ich das auf Auto lasse, automatische Erkennung vom Gewicht, oder ob ich jetzt auf eine Person oder zwei Personen gehe. Das kann ich vor der Fahrt entscheiden. So, dann habe ich hier noch so ein paar Schalter. Hier vorne. Hier kann ich zum Beispiel mein Traktionssystem ausschalten für Wheelies und so weiter und Stoppies. Racing, genau. Wenn ich das dann will. Ja, gut. Dann halt hier diese Mode-Schalter für diese Fahrmodi. Und wenn wir unter dem Sitz, gibt es noch einen Zusatzstecker, wenn der geschaltet ist, dann habe ich noch Dynamic Pro. Dann ist es richtig für die Rennstrecke schon geeignet. Okay, das ist nochmal entsprechend zusätzlich oder ist es dabei? Ja, das ist dabei. Der Stecker ist dabei, wird unter dem Sitz, wird der auf den Stecker draufgesteckt und dann ist es freigeschaltet. Das ist wie ein Dongle zu sehen. Okay, das ist auf jeden Fall mit Vorsicht dann zu genießen, oder? Man sollte schon wissen, was man tut, weil dann ist alles ganz spontan. Also das ist dann für die, die es immer herausfordern, das Ideale. Okay, das heißt aber auch, das ist so eine Art, ich sag mal, Spezialfunktion, die man nicht einfach so freischalten kann. Da muss man etwas tun, damit das so passiert. Genau, da muss man etwas tun und da sollte man auch wissen, was man tut. Okay, sehr, sehr gut. Jetzt sagt man gerade, da vorne ist die Kette. Das heißt, bei entsprechenden Motorrädern mit Leistung ist immer eine Kette drauf, meistens, oder? Ja, das ist einfach von der Bauart besser zu machen, weil man kann auch Übersetzungen verändern. Beim Kadern hätte ich einen breiteren Bau, das Getriebe wäre breiter, es wäre alles schwerer und eine Kette ist leichter. Kettenfahrzeuge sind leichter darzustellen. Kettenspannung unbelastet. Ich habe ein ganz zentrales Federbein, auch da Zug- und Druckstufe ist verstellbar. Druckstufe, genau. Alles wieder elektronisch. Elektronisch? Alles elektronisch. Alles. Das ganze Fahrwerk wird elektronisch verstellt. Wir bauen es bloß mechanisch ein.
oder im Werk. Ansonsten alles elektronisch verstellt. Ja, der Reifen, der sieht auch ziemlich beeindruckend aus von innen. Ja, 190er Reifenbreite. Und auch hier noch ein Detail. Blinker, Rücklicht ist alles in einem. Mhm. Kannst du dir mal kurz zeigen. Wenn ich bremse oder die Warnblinkanlage. Also es ist auch jetzt mittlerweile ein Standard bei modernen Motorrädern, dass man alles in einem hat. Dass man jetzt so Riesenteile verbauen muss. Genau, das ist sehr, sehr klein und dezent. Aber das ist im Prinzip die Optik, die ich sehe. Wenn da jetzt noch kein Schild dran wäre, wäre es natürlich noch schöner. Aber der Schildhalter, der ist wahrscheinlich auch modifizierbar, oder geht das nicht? Ja, es gibt auch andere Schildhalter von Zubehör, was man bauen kann, dass das Ganze noch ein bisschen schräger steht, aber immer in diesem Maß, was erlaubt ist. Packtaschen und Koffer gibt es wahrscheinlich ohne Ende. Ja, genau. Hier haben wir auch schon unsere Vorbereitung für unser Koffersystem. Diese Laschen und diese Halter hier, da setzen wir die Koffer ein und man sieht eigentlich an dem Motorrad keinen Kofferhalter. Und das ist immer das Gute bei BMW, da wird es nicht nachträglich konstruiert, sondern bei der Konstruktion wird auch gleichzeitig die Koffersituation mitbedacht. Oder auch hier, das ist ein bisschen entkoppelt. Das ist unser Topcase-Halter, der ist entkoppelt, dass man einfach hier keine großen Schwingungen mehr aufbaut. Okay. Im Topcase kann ja auch sein, dass sehr hohe Gewichte drin sind, was das Fahrzeug ein bisschen instabiler machen könnte bei hohen Geschwindigkeiten. Und hier ist es jetzt entkoppelt. Ja, man hat so gar nicht mehr das Gefühl, dass das die Marke BMW ist, die ich noch kenne von damals. Das heißt, die bauen, ich sag mal, entsprechende Motorräder wie Fahrzeuge, wie Autos eigentlich fast. Ja, im Prinzip aus einem Guss, kann man das so sagen? Das kann man schon sagen. Das hat vor über 10 Jahren angefangen mit der S1000 Doppel-R. Da ist man in eine ganz andere Schiene gegangen, was wir vorher nicht für möglich gehalten hätten, dass BMW sowas bauen kann. Und setzen auch bewusst immer auf neue, innovative Dinge, die andere Hersteller noch lange nicht anbieten können. Ja, auch hier die Farbe ist gewagt. Also es ist schon eine Farbe, die man nicht überall sieht, aber sie ist zeitlos. Sie ist zeitlos und bei vielen Fahrzeugherstellern mittlerweile ist Grau immer für leistungsstarke Fahrzeuge. Ach so, Audi. BMW hat es auch. BMW hat das auch, ja. Ich sehe es manchmal. Ja, der Schalldämpfer, der ist ausreichend. Ist es Serie? Das ist Serie-Schalldämpfer, hat auch genügend Klangvolumen und es ist Euro 5 Norm. Okay, das heißt? Wir können sie mal hören. Ja. Und ich habe sie auch schon mal warm laufen lassen. Es gibt im Moment eine ganz große, ich sag mal, die Motorräder sind zu laut, die sollen jetzt verboten werden mit allen drum und dran. Die 95 Dezibel. Es gibt auch Leute, die übertreiben es, oder? Es gibt Leute, die übertreiben es, das ist klar, das muss man dann ein bisschen stoppen. Aber hier sind wir komplett konform. So, sie ist schon mal warm gelaufen, richtig? Wow, sie klingt nach Vierzylinder. Sie klingt nach Vierzylinder, nach richtig viel Leistung. Schnell ist sie auch. Schnell. Also das Motorrad fordert einen permanent Gibgas. Tja, die Frage ist die Drehzahl. Wie hoch dreht ihr denn, wenn sie warm ist? Oder geht das automatisch dann? Na gut, wir haben ja hier ein Drehzahlband. Ja. Zeig ich dir mal. Ich mag das Display, wenn das hochfährt. Das ist klasse. So, wir haben hier ein Drehzahlband, sieht man ja, wo der rote Bereich anfängt. 10.500 Umdrehungen ist unser roter Bereich. Und wenn man den ausnutzt, dann ist man schon bei 260 sowas, dürfte man dann schon 260 dürfte man schon liegen. Gänge? Wie viele Gänge? 6 Gänge. 6 Gänge. Ist normal ein Standard mittlerweile. Das sind 6. Hm? Geht da noch mehr, wenn ich da noch mehr Leistung rausholen möchte? Braucht man nicht. Das braucht man nicht. Okay. Das ist bei Motorrädern eigentlich weniger das Thema, noch mehr Leistung, weil der Hersteller kann das eigentlich am besten. Es gibt noch andere Auspuffanlagen, klar, da kann man im Soundfeld noch ein bisschen was verändern, vielleicht noch ein bisschen sonorischer den ganzen Klang machen von Akrapovic oder andere diverse Anbieter haben dann Auspuffanlagen, die dann in Slip-On-Verfahren sind. Das heißt, ich tue nur den Endschalldämpfer wechsle, aber Cutten, alles bleibt bestehen. Der ist hier unten runter, Eckart?
Ja, wir sind Sammler, wir sind großer Sammler hier, wo der Cut sich befindet. Und wie gesagt, es ist Euro 5 Norm, ja. Alles konform. Für die nächste, im nächsten Jahr haben wir die Euro 5 Zulassungspflicht. Wir müssen ja alle Fahrzeuge Euro 5 Norm erfüllen. So, hier vorne sieht man es. Ja, es gab ziemlich viel Stress wegen der Lautstärke. Das heißt, es gab jetzt auch ganz viele Motorräder, die sind auf die Straße gegangen, haben gesagt, die Verbote sind auch keine Lösung. Wie siehst du das? Ja gut, das Thema, manche übertreiben es natürlich. Und ich kann für Anwohner verstehen, wenn durch einen Ort permanent mit zu lauten Motorrädern gefahren wird. Das ist eigentlich ganz einfach. Einfach einen Gang hochschalten, durchs Ort durchrollen, normal durchrollen und dann wieder Gas geben, wenn man draußen ist. Und so verärgert man auch nicht die Anwohner. Und dann hat man eigentlich Ruhe. Dann kann jeder mit dem Thema umgehen. Ja, Kühlung, das ist ja mal ein Kühlkörper. Das heißt, der fängt die Luft geradezu ein, der ist noch entsprechend aerodynamisch auch noch dem Wind zugeneigt. Das heißt, der sammelt Luft. Ja gut, hier brauchen wir schon sehr viel Kühlung, weil dieses Motorrad hat schon einen gewissen Temperaturbereich und da braucht man eine große Kühlung, weil die Auspuffanlage befindet sich ja auch gerade dahinter. Also da muss schon ein bisschen große Kühlfläche da sein. Öl und? Und Wasser? Ja, ja gut, Öl machen wir. Ölkühler, klar, immer. Es muss immer da sein, Ölkühler und ein Wasserkühler, der Flüssigkeitskühler. Ja, das ist ein Kunstwerk, oder? Wenn du das so siehst. Ja, BMW versteht es immer, die Flächen und die Formen, also eine Formensprache zu entwickeln, die nicht bloß aus geraden Flächen ist, sondern immer so ein bisschen unterbrochen ist mit verschiedenen Materialausstattungen, mit lackierten Teile, Kunststoffteile, Carbonteile, Oberfläche bearbeitet, dass das alles so ein bisschen stimmig ist, das Ganze, und nicht bloß als graues Teil einfach das zu sehen ist. Ja, man hat überhaupt keine Lust damit zu fahren, wenn sie hier steht. Das heißt, die würde sich auch ganz gut tun in der Sammlung, oder? Ja, das Teil ist mehr zum Fahren. Das ist ein Fahrmotorrad. Fahrmotorrad. Also, zum Sammelmotorrad kommen wir später noch, aber das Teil muss gefahren werden. Okay. Weil nur da kann man sagen, das macht Spaß und da will man eigentlich mehr weiterfahren. Werterhalt. Gut, Werterhalt ist immer natürlich die Sache, wie es gepflegt wird. Und bei BMW haben wir sowieso immer ganz gute Werterhaltungsmodelle oder Werte. Und ja, es kommt Pflege. Halten und halten, ja klar. Ja, das ist so. Das heißt, ich fahre es ordentlich. Ich habe es im Winter nicht draußen stehen. Das macht ja kein Mensch, oder? Das ist nicht gut. Also im Winter ein Fahrzeug draußen stehen zu haben, das sieht man dem Motorrad eigentlich nach einem Winter schon an. So ist es. Da sollten wir besser einen Platz suchen, wo das überwintert. Wir bieten auch solche Plätze an, solche Überwinterungsplätze, wo wir dann die Motorräder einlagern, gucken nach der Batterie, werden vorher gereinigt. Und das nutzen immer mehr Kunden. 12-Volt-Anschluss hier vorne? Ja, 12-Volt-Anschluss, klar. Gut, wir haben hier einen 12-Volt-Anschluss für irgendwelche Dinge, vielleicht für Handy zu laden, wenn man einen Tankrucksack drauf hat, dass man das unterwegs noch ein bisschen laden kann. Aber hier ist auch noch diese Halterung für das große Navigationssystem. Was übrigens genial ist, das heißt, es ist dermaßen gut entkoppelt und genau an der richtigen Stelle, da kann man nicht jedes Navi benutzen. Oder? Die fangen an, sich zu beschweren nach einer Zeit. Ja gut, die Navis von BMW sind natürlich mit der BMW-Software versehen. Ja. Das sind Garmin-Navis. Aber sie haben halt die Kommunikation mit diesem Controller. Und ein anderes Garmin-Gerät würde vielleicht auch reinpassen, aber es hat keine Kommunikation. Und das ist halt immer so ein Punkt, wo ganz entscheidend ist, wie das ganze Konzept funktioniert. Da ist noch so ein ganz kleiner Knopf hier vorne. Was hat der für eine Funktion? Knopf, ja? Nee, der ja, oben drüber, ja. Ein kleines Fach. Für Zigaretten vielleicht reinzutun oder die Schlüssel reinzulegen. Süß. Ja. So, da vorne ist noch ein ganz kleiner Spiegel mit dabei. Ja, wenn ich da jetzt Interesse habe, das Beste ist mal Probefahren, oder? Probefahren ist immer das Beste, weil das kommt die Emotionen kommen da besser raus beim Probefahren. Und das macht einfach einen Termin bei uns aus, kennt ihr so Probefahren und selbst erleben, weil man kann viel erzählen, man kann viel zeigen, aber das Selbstfahren ist immer noch das ganz Entscheidende. Wie sitze ich drauf, wie ist meine Fußstellung, wie komme ich auf den Boden? Ach übrigens, wir haben auch verschiedene Sitzhöhen. Mhm. Wir haben drei verschiedene Sitzhöhen. Es fängt an mit 83, geht dann auf 81 und auf 86, soweit ich jetzt noch in Erinnerung habe, 86 cm. Und ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht der Größte bin, habe ich dann eine Chance, das zu fahren? Ja,
Es gibt auch hier eine Tieferlegung. Ich kann das Fahrzeug tiefer gelegt bestellen, dann habe ich eine komplette Sitzhöhe von 77 cm. Okay, das und geht dann gut? Ja, das geht gut. Das ist jetzt die normale Sitzhöhe. Also es geht. Also wenn man jetzt schon ein bisschen Motorrad fährt, muss man nicht unbedingt mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Das funktioniert schon. Wenn du mir mal gerade verrätst, wie groß du bist heute? 1,70. 1,70? Mhm. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Das würde jetzt gehen bei dir? Es geht. Es geht? Das geht. 1,70? 1,70, ja. Cool. Mhm. Ja, ist das jetzt ein Formmotorrad? Oder mehr? Jetzt warte mal, ich zeig mal das Gesicht. Ja, kann man schon sagen. Wir haben einige Kundinnen, die auch dieses Motorrad fahren. Aber es soll kein Anfängermotorrad sein, weil das mit dieser Leistung, da sollten wir schon ein bisschen Erfahrung haben und schon wissen, was man tut. Thomas Dexheimer aus Kaiserslautern, ein BMW-Händler aus Leidenschaft. Wir werden heute noch einige Motorräder zeigen. Gerade nochmal den Namen von diesem tollen Motorrad. S1000 XR. S1000 XR im Modelljahr 2020 in der wunderschönen Farbe Grau mit dem Carbon-Paket. Ja, wenn Sie Interesse haben, einfach mal vorbeikommen. Der weiteste Weg lohnt sich. Mittlerweile kommen ja deine Kunden aus ganz Deutschland, richtig? Ja, kann man schon sagen. Wir versenden auch viele Motorräder, die dann übers Internet bei uns gekauft werden, kommen dann mit Motorradspedition. Wenn ich das kaufe, wie lange ist da Garantie drauf? Wir haben jetzt, seit letztem Jahr hat BMW 3 Jahre Garantie. Okay. Das ist eine gute Sache. Andere Hersteller haben nur 2 Jahre Garantie. Vielen Dank, Thomas Dexheimer. Tschüss. Vielen Dank.